Kennen Sie das, liebe Gemeinde? Sieht so aus, als ob, ist es aber nicht. Ich erinnere mich noch, wie wir im Urlaub nach der gewonnenen Fußball-Weltmeisterschaft auf der Suche nach einem Weltmeistertrikot waren. Natürlich mit 4 Sternen, was sonst? Wir fanden auch welche. Aber der 4. Stern war notdürftig und erkennbar nachträglich aufgeklebt. Das war nicht das Original, das war Schein, aber nicht Sein. Manches sieht aus wie ein teures Markenprodukt, ist es aber nicht. Und schon nach kurzer Zeit kommt man zur Erkenntnis, dass es nicht hält, was man sich versprochen hat. Es schien nur gut zu sein, war es aber nicht. Wie ist das mit dem Christsein? Es kann ja jeder von sich sagen, ich bin ein Christ. Das ist ein schönes Bekenntnis, über das wir uns auf jeden Fall freuen. Also, wer würde da widersprechen und warum auch? Wir wissen natürlich schon, dass nicht jeder, der sich Christ nennt, auch einer ist. Nicht jeder lebt als Christ, auch wenn er Gutes tut oder fromme Sätze sagen kann. Die Taufe, ist es nicht die Taufe, die uns zu Christen macht? Da bekommt man doch sogar eine Urkunde. In der Taufe legen wir das Leben von Menschen in Gottes Hände. Im Vertrauen darauf, dass er treu ist und sein Wort hält. Und doch ahnen wir, dass es gerade in unserem Land viele geben wird, die getauft sind. Und die von sich sagen, ich bin kein Christ. Ich kann das nicht glauben. Ja, sagen manche, der Glaube ist es doch gerade, der uns zu Christen macht. Glaube und Taufe gehören zusammen. Aber es fehlt noch etwas Entscheidendes. Denn wir gehören zu Christus, auch wenn wir versagt haben. Und wenn unser Glaube schwach wird und wir in Zweifeln stecken. Was macht mich gewiss, dass ich zu Christus gehöre? An Pfingsten gehen uns die Augen auf. Im Evangelium für den Pfingstmontag lesen wir, da sprach Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Christsein ist ohne den Heiligen Geist unmöglich. Dazu braucht man das Original. Gott allein ist der Geber des Geistes. Wenn Jesus seine Freunde anbläst, weist das zurück auf den Schöpfer, der dem Menschen das Leben einhaucht. Unser ganzes Leben liegt in seiner Hand, reich oder arm, gesund oder krank. Nur solange ein Mensch atmet, kann er leben. Der Geist Gottes ist der Geist der Einheit. Auch Jesus war erfüllt von dem Heiligen Geist. Darum sagt er am Ende nicht verzweifelt, ich habe doch Gutes getan, warum geschieht mir so Schlimmes? Er sagt, ich tue den Willen des Vaters. Es besteht zwischen ihnen eine unauflösliche Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Er zweifelt nicht daran, dass der Vater seinen Kindern nur das Beste gibt und dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Ohne den Geist ist es nicht möglich, den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Jesus sendet uns in diese Welt, so wie der Vater ihn gesandt hat. Als Nachfolger von Jesus Christus leben wir in dieser Welt eine Berufung. Wir sollen ihn den Menschen zeigen und ihnen die Tür zum Vertrauen auf Gott öffnen. Das ist ohne die Hilfe des Heiligen Geistes eine unmögliche und zentnerschwere Last. Nur mit ihm ändert sich das alles. Sogar wir selbst werden verändert. Das ist eine Neuschöpfung. Angst und Furcht weichen und der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gewinnt Raum. Was bringen wir Christen dieser Welt im Namen Jesu? Es ist der Zuspruch der Vergebung im Auftrag Gottes. Nur die Vergebung ist in der Lage, die Infektionskette von Hass und Vergeltung, von Vergeltung und Hass zu durchbrechen. Seht doch, wo Menschen sich in unserer Welt mit Gewalt erheben und Gewalt mit dem Schein des Rechts ausgeübt wird. Jesus sagt auch, wir sollen über Unrecht nicht die Decke des Schweigens breiten, sondern wir sollen es in Klarheit ans Licht bringen. Das alles können wir nur tun, wenn wir selbst dem Geist Gottes
in unserem eigenen Leben Raum geben. Zur Erkenntnis unserer Schuld, zur Umkehr und zum Neuanfang. Je mehr du mit ihm lebst, umso klarer wird dir, dass er dich damit nicht bekümmern will. Er will dich befreien und mit seinen Gaben beschenken. Mit Liebe, Freude, Frieden und mit Geduld. Und mit dem Wirken des Heiligen Geistes wächst in dir die gelassene Gewissheit, dass du Gottes Kind bist. Nicht wegen großer Taten, aber Gottes und um Jesu Liebe willen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Atem des Lebens, den du uns eingehaucht hast. Er gibt uns Kraft und Lebensenergie. Er lässt uns das Leben genießen und er kann uns zu tiefem Frieden bringen. Wir bitten dich für alle, die Not haben und um Luft ringen, weil schwere Sorgen auf ihnen lasten, weil sie krank sind, in den Atemwegen, an Lunge und Herz. Hilf ihnen, heile sie, befreie sie von dieser schweren Not. Gib ihnen, was sie zum Leben so dringend brauchen. Jesus, unser Bruder und Herr, du sendest uns den Heiligen Geist, damit wir dich und den Vater im Himmel immer besser verstehen. Die Einheit, die durch dich neu geworden ist, soll bestehen und wachsen und zum Heil für uns alle werden. Wir bitten dich, für alle, die unsicher sind, die sich fragend mühen, ob sie zu dir gehören, sende ihnen deinen Geist, den Geist der Kindschaft, dass er ihr Herz berührt. Sie mögen deinen tiefen Frieden erfahren. Freude, Liebe und Geduld werde groß in ihnen und fließe über zu den Menschen, die dich noch nicht gefunden haben. Heiliger Geist, unser guter Begleiter, wir danken dir, dass du dich senden lässt und zu uns Menschen kommst. Du bist uns willkommen. Komm auch zu uns. Nimm dich unserer an. Wende dich nicht ab von unserer Schuld. Reinige uns und rüste uns aus mit einem willigen Geist und mit einem zufriedenen und fröhlichen Herz. Öffne unsere Augen und zeig uns Wege der Befreiung von Schuld und Sünde, von Unrecht und Untat. Wir können keinen Menschen zu echter Umkehr leiten, aber du kannst es. So lass es geschehen. Zum Heil für die, die sich nach dir, unserem Gott, sehnen. Zum Heil auch für die, die nichts von dir wissen, die nicht ahnen, wie wunderbar und herrlich du bist. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei dem Segen unseres Gottes anbefohlen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.